Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich dir erklären, wie du Zahlen, die mit Hilfe von Zehnerpotenzen angeschrieben wurden, wieder in eine gewohnte Form bringen kannst. Gegeben ist die Zahl 3 mal 10 hoch 2 plus 2 mal 10 hoch 0 plus 5 mal 10 hoch minus 1 plus 9 mal 10 hoch minus 3. Erinnere dich zunächst an die dekadischen und dezimalen Einheiten: Tausender, Hunderter, Zehner, Einer und nach dem Komma Zehntel, Hundertstel und Tausendstel. Diese können auch mit Hilfe von Zehnerpotenzen angeschrieben werden. So entspricht 10 hoch 3000 und 10 hoch 200 und so weiter. Ergänze nun die gegebenen Zahlen in der Tabelle. Wir haben 3 mal 10 hoch 2, das heißt 3 Hunderter. Wir haben 2 Einer, 10 hoch 0, 5 Zehntel, 10 hoch minus 1 und 9 Tausendstel mit 10 hoch minus 3. Die leere Tabelle ergänzt du mit 0. Somit erhältst du direkt die Lösung 302,509. Du kannst diese oben eintragen und die Aufgabe ist somit gelöst.